Wenn man sich Freunde merkt, kann einfach passieren, dass man bei 100, 150 anfängt, wieder Leute auszusortieren oder in Subgruppen, wie Sie es vielleicht von Google Plus kennen, dass man jetzt sortieren kann nach Freunde, Bekannte und so weiter. Es gibt Untersuchungen in sozialen Netzwerken, die es auch zeigen, dass wir so zwischen 100 und 200 Leute uns persönlich merken können und darüber hinaus nicht mehr die Leute einzeln mit Namen und so weiter uns merken können. Das O steht Massive Open Online Courses. Das steht für offen. Das hat so ein bisschen zwei Dimensionen. Die eine Dimension bezieht sich darauf, wer kann teilnehmen. Also offen, jeder kann teilnehmen. Man muss nicht ein Abitur haben, Hochschulzugang. Und die andere Bedeutung von offen ist im Prinzip, dass die Inhalte zum Beispiel offen ins Netz gestellt werden. Wie weit Kurse wirklich offen sind, unterscheidet sich. Manche MOOCs kann man erst besuchen, wenn man sich registriert hat. Danach ist es aber kostenfrei. Also da wird offen eher mit kostenfrei verbunden. Es gibt Kurse, wo aber auch alle Inhalte im Netz sind. Es gibt manche, da muss man sich registrieren, um mitzudiskutieren. Aber die Videos sind zum Beispiel auf YouTube frei verfügbar. Also dieses Offen hat verschiedene Dimensionen. Führt manchmal auch zu Problemen, wenn zum Beispiel in sehr, sehr großen Kursen Teilnehmer mit sehr heterogenen Vorkenntnissen oder Interessenslagen aufeinandertreffen und miteinander kooperieren sollen oder sich Feedback geben, dann führt das auch manchmal zu Problemen bei der Größe der Zahl. Ja, dann das Massive Open Online. Online, klar, das glaube ich am einfachsten. Es gibt quasi diese Online-Kurse. Und C für Kurse, das ist ganz spannend, da können wir nachher nochmal hinschauen. Kann mir auch erst eine Frage jetzt didaktisch mal hinzuschauen, wie die sich unterscheiden zwischen eher Kursen, die ein bisschen frontalunterrichtsartig sind, bis hin zu Kursen, wo Menschen miteinander vielleicht auch Content produzieren und sich austauschen. Genau, da sind wir auch schon bei dieser Unterscheidung zwischen den sogenannten X- und den sogenannten C-MOOCs. Vielleicht könnten wir das noch mal ganz kurz klarziehen, was jetzt was ist. Ja, das ist eine sehr, sehr einfache Unterscheidung, die ich immer sage, wenn jemand MOOC-Experte wird, kann man die wieder verwerfen. Es gibt inzwischen schönere, detailliertere Unterscheidungen, die sich mehr daran orientieren, dass man diese MOOCs anhand von Kriterien beschreibt. Also welche Zielgruppe habe ich, die Dauer, die Teilnehmerzahl, die didaktische Konzeption, welche Lerntheorie liegt dem zugrunde. Aber sehr, sehr einfach für Einsteiger quasi. Und sobald man mehr macht, sollte man sich davon auch wieder wegbewegen. Ist, das habe ich mal hier aufgemalt, diese Unterscheidung X- und C-MOOC. Die ist sehr verbreitet. Das X kommt daher, dass große Hochschulen in Amerika wie MIT und Harvard, die Kurse, die sie anfingen, einfach nur den Content frei ins Netz zu stellen, beziehungsweise die Kurse nach außen zu öffnen. Also nicht nur für die eingeschriebenen Studierenden, sondern wo auch einzelne Kurse geöffnet waren für andere Teilnehmer, die den X gekennzeichnet haben. Und als edX gegründet wurde, quasi ein MOOC-Portal, was aus den Hochschulen heraus mit denen gegründet wurde, hat sich das X erhalten und da kam dieses X von den X-MOOCs her. Die stehen heute für eine bestimmte Art von MOOCs, die ganz stark frontalunterrichtsorientiert sind. Ich habe hier auch nochmal ein Beispiel, wie so Videos ausschauen. Das sind alle möglichen Formate. Es gibt von MOOC-Input-Formaten, wo einfach jemand abgefilmt wird, der in der Tafel steht. Meistens wird es ein bisschen aufwendiger gemacht. Die Hochschullehrenden stellen sich meistens vorher ins Studio, lassen sich aufzeichnen. Ist an der Stelle auch mit hohem Vorbereitungsaufwand meist verbunden. Das heißt, hier sieht man ein Bild mit einem interaktiven Whiteboard. Rechts zeigt jemand eine Distribution. Also man kann auch Animationen einbauen. Noch ein ganz anderes Bild. Die sind fast fernsehreif. Manchmal ist eine MOOC-Produktion aus Deutschland zu Karl dem Großen. Dann sieht man zwischen langen Karten, Münzen, Bildern aus Bibliotheken auch den Lehrenden so in einem klassischen Vortragsformat dastehen. Diese X-MOOC bestehen meistens daraus, dass der Start in die Themenwoche ein Vortrag ist und zu diesem Vortrag werden dann Quizzes angeboten und diese Vorträge sind meist aufgezeichnet. In manchen Fächern kann man kein Quiz anbieten, weil es von dem Inhalt her einfach sich nicht abbilden lässt als Multiple-Choice-Test. Und an diesen Stellen werden dann auch andere Formate ausprobiert, wie zum Beispiel, dass man kleine Essays schreibt. Die Grundidee vom MOOC ist jedoch, dass wir Bildung skalierbar machen. Das heißt, ob ich 1000 Teilnehmer habe oder 2000 oder 3000, produziert nicht mehr Aufwand für den Anbieter. Das meinen wir mit Skalierbarkeit. Ziel ist, große Kurse anzubieten. Einer der größten MOOCs, der je stattfand, hatte über 160.000 Teilnehmer bis 250.000. Der MOOC Künstliche Intelligenz von Sebastian Thun und Peter Norwig, einer der ersten im Jahr 2011 auch. Und
Bei den Zahlen kann man keine Betreuung mehr leisten. Und da ist die Idee, dass die Teilnehmer sich auch untereinander Feedback geben. Also wir nennen das sogenanntes Peer Review oder Peer Feedback. Das kann nur dazu führen, dass ich vielleicht in einer kleinen Gruppe bin und auf Teilnehmer treffe, die viel motivierter oder weniger motiviert sind als ich als Teilnehmer oder mehr oder weniger Vorkenntnisse haben und das dadurch sehr, sehr heterogen wird, was dann auch teilweise zu Unzufriedenheit führen kann. Was in MOOCs viel stattfindet, dass die Teilnehmer sich dann auch untereinander in diesen X-MOOCs in Foren helfen oder in sozialen Netzwerken wie Facebook. Und manche Anbieter haben schon angefangen, auch sogenannte kleine Belohnungen, wir nennen die Badges, ein Wort für so Namensschilder, so Labels. Ich bin heute auf einer Tagung, hatte so ein Label, dass man online so Labels vergibt, dafür, dass jemand anders zum Beispiel in einem Forum sehr geholfen hat. Also man könnte auch Punkte innerhalb des MOOCs dafür erwerben, dass man im Forum vielen anderen hilft oder selbst gute Erklärungen dort einstellt. Bei den C-MOOCs, die sind eher so angelegt, dass sie aus einer anderen Lerntheorie herausarbeiten, nämlich, dass wir mehr kollaborativ lernen, mehr miteinander Wissen konstruieren. Man könnte denken, die kommen jetzt aus der konstruktivistischen Ecke. Es gibt ein Konzept namens Konnektivismus, da tragen die den Namen her. Und zwar da ist die Idee, dass wir in Verbindung lernen, in Verbindung mit anderen Menschen, in sozialen Netzwerken zum Beispiel, aber auch verbunden über sogenannte Knoten, auch mit Portalen. Also wir müssen nicht nur mit Menschen verbunden sein, es kann auch sein, wir haben sogenannte Knoten im Netz, den wir oft abrufen, wie einen Twitter-Kanal, ein Informationsportal. Und dass wir lebenslang in diesen Netzwerken lernen, vor allen Dingen auch in Verbindung mit anderen, im Aushandeln von Wissen. Kennt man so ein bisschen aus der konstruktivistischen Didaktik, die das kennen. Und hier entstehen die sogenannten C-MOOCs, die ich auch eher veranstaltet habe. Wir haben zum Beispiel den Input bewusst nicht an den Anfang gesetzt. Also nicht montags die Themenwoche mit dem Input begonnen, sondern zum Beispiel erst mittwochs und die Teilnehmer haben das Thema mit angewärmt, mit andiskutiert, Fragen entwickelt, bevor der Experten-Input kam, der dann auch nicht aufgezeichnet war, sondern wie wir eben hier eine Live-Session hatten. Wir haben auch Untersuchungen gemacht, die gezeigt haben, dass die Art des Inputformats auf das Diskursverhalten der Teilnehmer wirkt. Also wenn wir den Input schon diskursiver machen, entstand auch mehr Diskurs. Die C-MOOCs in radikaler Form leben von dem Input der Teilnehmer. In einem der ersten C-MOOCs, die wir gemacht haben und auch der Ursprung der C-MOOCs von George Simmons und Stephen Downs in Kanada, da war es so, dass die Teilnehmer selbst Blogs geschrieben haben, selbst in den sozialen Medien auf Facebook oder in Twitter oder auf Flickr oder in anderen Medien Beiträge machen. Ich habe hier einfach ein paar Beispiele. Es haben Teilnehmer sogenannte Online-Zeitungen eröffnet zum Kurs, es haben Teilnehmer einen Twitter-Account mit eingerichtet und in anderen Netzwerken ausgetauscht. Große Herausforderung da ist dann immer, das wieder einzusammeln. Da gibt es Tools, die sogenannte Aggregatoren sind, die zum Beispiel auf einem zentralen Ort wie einem Blog all die verschiedenen Teilnehmerbeiträge versuchen einzusammeln, soweit es technisch möglich ist. Das kann man dann nicht mehr per Hand machen. Und so große Herausforderung an Veranstalter, nicht den Anspruch zu haben, da alles zu lesen. Wenn der an C-MOOC richtig klappt, kann man nicht mehr alles lesen. Und die Teilnehmer fangen an, sich einfach zu vernetzen. Und in radikalen C-MOOCs würden auch die Teilnehmer die Themen mitbestimmen, Unterthemen gründen und so weiter. Das sind die beiden Extreme. Es gibt alles so dazwischen. Es gibt momentan neue Ausprägungen und das sind keine Schwarz-Weiß-Denken, sondern das sind Übergänge. Es sind quasi Kurse auf der ganzen Skala. Es gibt noch weitere Unterscheidungsdimensionen und zum Beispiel auch Planet-MOOCs, dass man zu MOOCs, die im Netz stattfinden oder zu Content, dazu Präsenzveranstaltungen organisiert an einzelnen Bildungsinstitutionen oder Hochschulen. Soweit mal zur Definition. Vielen Dank, das war schon sehr ausführlich auf jeden Fall. Sie hatten jetzt auch schon ein paar Worte zur Entstehung gesagt, aber ich würde gleich mal anschließend an Ihre Ausführungen nochmal was zur Zielgruppe fragen. Gibt es so eine spezielle Zielgruppe, für die sich MOOCs besonders gut eignen oder vielleicht auch die C- oder X-MOOCs, oder kann man das gar nicht so genau definieren? Also wir dachten ursprünglich, als wir anfingen, dass sie sehr geeignet werden für Studierende, und ich sehe auch hier in der Frage, dass die Frage nach der Zielgruppe hier kommt. Untersuchungen in den USA bei MOOC-Teilnehmern haben gezeigt, also die haben dann einfach erhoben, wer teilgenommen hat,
dass es weniger Studierende sind, die ein Studium beginnen, sondern vielmehr Menschen, die entweder schon im Job stehen, vor allen Dingen schon einen Abschluss haben und gar nicht unbedingt Studienanfänger. Wir selbst haben in unseren MOOCs auch Credits angeboten, also dieses quasi die Währung für Studierende, was mit einem hohen Anreiz verbunden ist, und haben erlebt, dass Studierende doch eher auf Präsenzveranstaltungen an Hochschulen zugreifen und an MOOCs nur teilnehmen, wenn dahinter auch ein Veranstalter steht, der an der eigenen Hochschule Hochschullehrender ist. Also Hochschulen, können wir vielleicht kurz nochmal ansprechen, etablieren sich momentan eher sogenannte Flipped Classroom oder Inverted Classroom Formate, wo man einfach einen MOOC macht und die Videos nutzt, damit die Präsenzstudenten sich gut vorbereiten und dann in dem Präsenzunterricht den anders nutzt, mehr für Diskurs, Anwendungen, Laborübungen, gemeinsam rechnen, Rollenspiele machen und so weiter. Ich selbst habe in Deutschland erlebt, dass viele MOOCs entweder begleitend zum Studium genutzt werden, als Studierende sagen, an meiner Hochschule wird das Fach nicht angeboten oder mein Hochschullehrer erklärt es nicht gut oder ich bin neugierig und damit ihr Studium erweitern oder sich so eine Art Nachhilfe holen. Aber vor allen Dingen bei Leuten, die im Job stehen, und da sehe ich das größte Potenzial, zumindest jetzt für Europa, dass Leute, die im Job stehen oder auch berufsbegleitend studieren, sich hier Zusatzwissen, lebenslanges Lernen, Zusatzwissen aneignen. In den ganz formalen Studiengängen gucken Studierende schon sehr darauf, ob sie Credits dafür bekommen. Und wir haben hier eine große Hürde, dass Credits, die in MOOCs erworben werden, wenn die Prüfung rein online ist, einfach die Hochschulen noch zögern, die anzuerkennen, weil man gar nicht weiß, also man hat keine Verlässlichkeit auf die Prüfungsform. Und da ist zumindest im deutschsprachigen Raum noch sehr viel oder im europäischen Raum sehr viel Sorge, online erworbene Credits anzuerkennen. Und deshalb eher im Bereich lebenslangen Lernen. Ich denke, Hochschulen stellen sich da auch zur Zeit auf, MOOCs als Weiterbildungsformat anzubieten, als Eintritt in eine Weiterbildung oder um Auslandsstudierende zu gewinnen. Also, dass Studierende, die aus Deutschland kommen, vielleicht schon mal über Online-Kurse gucken, ob sie auch in Deutsch studieren können oder, selbst wenn deutsche Unis und Hochschulen englischsprachige MOOCs machen, um zum Beispiel in Asien Studieninteressierte zu attrahieren nach Deutschland. Es kam auch schon bei uns im Chat jetzt die Frage nach didaktischen Szenarien. Hier wurde gefragt, kein Konjunktiv, sondern das, was wirklich funktioniert. Also gibt es vielleicht so ein paar Tipps, die Sie haben an unsere Zuhörer, wo Sie sagen, wenn Sie einen guten MOOC machen wollen, dann sollte der didaktisch auf jeden Fall so oder das, dieses oder jenes haben. Ja, die Frage ist, was bedeutet eigentlich funktionieren? Also wie messe ich funktionieren? Ich glaube, das ist unterschiedlich aus einer Veranstaltersicht, aus einer Teilnehmersicht und aus einer Forschersicht. Aus einer Veranstaltersicht würde man sagen, der MOOC hat funktioniert, wenn ich viele Anmeldungen bekomme. Da ist momentan ein bisschen trügerisch, dass man mit Anmeldungen zufrieden ist und nicht schaut, wie viele sind wirklich aktiv. Also ich kriege dann oft so Meldungen von MOOC-Anbietern, die sagen, wir haben über 1000 oder 2000. Und dann freut man sich erstmal, aber wenn man dann schaut, wie viele tatsächlich teilnehmen, da gibt es den Vorschlag, mal zu gucken, falls man irgendwas mit Hausaufgaben oder Quizzes macht und Übungen, dass man so eher unterscheidet zwischen angemeldeten Teilnehmern und Aktiven. Und das wäre, dass man in der Woche 3 oder 4, nachdem es schon was zu tun gab, mal schaut, wie viele sind aktiv. Und dann kann es ein Erfolg sein, wenn Teilnehmer entweder bis zum Ende durchhalten oder dass man Befragungen hat, dass sie was mitnehmen konnten. Ich glaube, es kommt auf an, im X-MOOC würde man sagen, wenn viele die Klausur schaffen oder falls eine geschrieben wird oder die Quizzes mitmachen, dann wäre der erfolgreich. In den T-MOOCs, die ich mache, wäre es eher, wenn jemand was mitnehmen kann für seinen Beruf oder für sein Leben oder sich weiterbildet. Und dann denke ich auch aus Teilnehmersicht, wir haben in dem OBKU 12, das war dem zweiten MOOC, den wir durchgeführt haben, einfach mal die Teilnehmer auf verschiedenen Ebenen ermöglicht. Weil wir im ersten Kurs gesehen haben, manche nehmen sehr viel teil, manche schreiben wenig. Und dann haben wir im zweiten Kurs auch von Anfang an angeboten, auf 3 verschiedenen Ebenen teilzunehmen. Und nur die auf den beiden höheren Ebenen teilnahmen, konnten ein Zertifikat erhalten. Wir haben bewusst damit auch dieses sogenannte Lurken, also nur zuschauen, unterstützt, dass wir gesagt haben, das ist vollkommen okay, hier mitzumachen und sich anzumelden, ohne dass man aktiv was beitragen will, sondern nur, indem man die Videos schaut. Und das wäre dann auch ein Erfolg für einen Teilnehmer, wenn er viele Videos geschaut hat, für sich was mitgenommen hat. Aus Forschersicht würde man im engeren Sinne gucken, gibt es quasi Wissenszuwachs im Gehirn der Teilnehmer. Und das zu messen, hängt von so vielen Faktoren ab. Da kann MOOC ein gutes Angebot sein.
Ich denke schon, dass es Dinge gibt, die man gut machen kann auf einer didaktischen Ebene, wie man den MOOC gut gestaltet. Und das wäre zum Beispiel, wir hatten einen Online-Diskurs mal zu Quality in MOOCs auf einer EU-Ebene. Das wäre für mich gar nicht, dass man sagt, nur X-MOOCs sind gut und C-MOOCs nichts oder umgekehrt, dass C-MOOCs die guten sind und X-MOOC nicht, sondern eher, dass man ein in sich konsistentes didaktisches Konzept hat. Heißt, dass ich ganz klar formuliere, was sind die Anforderungen, was muss man machen, um hier bis hinten durchzukommen, mit welchen Eingangsvoraussetzungen geht man rein, wie viel Betreuung werde ich liefern und in sich eine Konsistenz hat in dem MOOC-Konzept, das auch nicht permanent wechselt und auch einfach so deutlich macht, was die Teilnehmer erwarten können. Und bei dem großen Markt, den wir draußen haben, werden sich, glaube ich, die Teilnehmer dort finden, die da genau teilnehmen wollen. Und es wird welche kommen, da dabei sein, die nie vorhaben abzuschließen, sondern glücklich sind, die Videos zu gucken und einen Quiz mal mitzumachen und zu sehen, ob sie gut mitlernen können, ohne den Anspruch haben, hinten einen Credit zu brauchen oder eine Teilnahmebestätigung. Okay, Thema Motivation. Also wenn man über MOOCs liest, dann liest man ja ganz oft auch von diesen sehr hohen Abbruchsraten. Was sind Ihre Tipps? Also gibt es da bestimmte Dinge, die man beachten kann, um eben zum Beispiel diese Abbruchsraten zu minimieren? Oder ist das generell ein Problem der MOOCs, was sich so einfach gar nicht lösen lässt, didaktisch? Die Motivationsforschung zeigt, dass einfach Menschen mit sehr unterschiedlichen Motivationen in so einen Kurs kommen. Und ich glaube, so heterogener und so Teilnehmergruppen in MOOCs sind, so heterogener sind auch die Motivationen oder auch die Gründe, warum jemand am MOOC teilnimmt. Ich hatte es eingangs schon mal gesagt. Manche werden einfach sich fortbilden wollen, manche werden ein Zertifikat wollen, manche wollen sich vernetzen. Und ich glaube, momentan kennen wir MOOCs über einen Kamm und wir sollten die mehr differenzieren und ganz viele MOOC-Formate anbieten. Also die Teilnehmer kommen mit verschiedenen Interessen nach da rein in MOOC und deshalb denke ich, ist es einfach zu schauen, die können innerhalb eines MOOCs aufeinandertreffen und es kann sich aus sortieren über die verschiedenen MOOC-Angebote. Und ich denke, das ist das Schöne zurzeit. Wir haben X-MOOCs, wo ganz klar gesagt wird, du lernst hier alleine, du kannst in Foren Hilfe bekommen und du musst da Videos gucken, Quiz machen, um hier am Ende eine Teilnahmebestätigung zu bekommen und ein kleines Zertifikat oder auch ein Credit. Und wir haben diese MOOCs, die wir auch anbieten, wo wir eher sagen, es ist hilfreich, ein gewisses Vorwissen zu haben. Es ist eher ein MOOC für Experten. Wir planen gerade im Herbst einen für Firmenangehörige. Und die miteinander Wissen entwickeln und sich austauschen. Und das sind einfach so unterschiedliche Formate im Bereich MOOCs, wie wir draußen Workshops versus einer großen Tagung haben. Und genau diese Vielfalt sollten wir bereitstellen. Und in der Motivation spiegelt sich das. Es wird einfach Leute geben, die sagen, ich möchte keinen Austausch mit anderen. Und es gibt Teilnehmer, die suchen den Kontakt und wollen mit anderen sich online vernetzen und ein Diskurswissen entwickeln. Innerhalb der großen MOOCs ist ja auch die schöne Chance, beides zu haben. In X-MOOCs können Teilnehmer Videos gucken, Quiz machen und möglichst alleine lernen. Oder auch in Foren den Kontakt mit anderen suchen und sich austauschen. Wir haben auch eine Differenzierung von Fächern her. Es gibt Fächer, da muss ich nicht diskutieren, wie Mathematik, da kann ich vielleicht eher Faktenwissen lernen oder auch in manchen anderen Wissenschaftsbereichen. Und es gibt Bereiche, wo ich eher im Diskurs lernen kann. Und es gibt Fächer, da kann ich einfach so und so anbieten. Also es wird ähnlich wie im Weiterbildungsmarkt sein, eine Ausdifferenzierung. Und zurzeit haben wir die beiden großen Motivationsunterschiede, Leute, die sich für sich weiterbilden wollen oder Teilnehmer, die sagen, ich möchte mich weiterbilden, aber ich möchte in irgendeiner Form einen Kredit erwerben oder eine Teilnahmebestätigung, um es auch nachweisen zu können. Und das kann man einfach so auch formulieren und beide Möglichkeiten anbieten, als MOOC-Anbieter. Dann haben wir noch den Punkt persönlicher Kontakt. Also damit meine ich vor allem zwei Sachen. Einerseits zu einem Betreuer. Es kann auch ein virtueller Tutor beispielsweise sein. Und andererseits aber auch zu den anderen Mitlernenden. Kann man da so ein paar allgemeine Sachen ableiten, wo Sie sagen, das sollte ein MOOC auf jeden Fall haben? Der MOOC per se ist nicht unbedingt das Format, auf keinen Fall der X-MOOC, wenn man Sehnsucht nach persönlichem Kontakt hat. Also der X-MOOC ist schon darauf angelegt, große Teilnehmermengen mit Wissen zu versorgen und ist nicht auf die Vernetzung der Teilnehmer angelegt. Also ich denke, das sortiert sich auch von den Fächern. Es gibt aber MOOCs, die genau darauf angelegt sind. Es gab zum Beispiel an der Universität La Sapienza einen MOOC, der länderübergreifend stattfand, wo Studierende
aus verschiedenen Ländern gemeinsam Projekte gemacht haben zur Stadt des 21. Jahrhunderts. Das Besondere daran war aber auch, dass er von Universitäten gemeinsam veranstaltet wurde. Das heißt, die Teilnehmer kamen dann auch dadurch aus dem universitären Kontext zum großen Teil. Das heißt, haben Studierende teilgenommen und die haben in Projekten miteinander gearbeitet. Und das war auch schon in der Beschreibung des MOOCs erkennbar. Und ich denke, die persönlichen Kontakt suchen in dem MOOC, sollten genau schauen, auf welche Art von MOOC sie sich anmelden und nicht enttäuscht sein. Und das müsste man aus der Kursbeschreibung entnehmen können, wenn es eher ein MOOC ist, wo man quasi Videos guckt und dann Quizzes macht. Wobei in all diesen X-MOOCs wird meistens auch im Forum ein Austausch stattfinden, der aber dann weniger der gemeinsamen Wissensentwicklung dient, als vielmehr eine richtige Lösung zu finden oder wenn ein MOOC dem Erlernen von der Programmiersprache dient, sich da eher gegenseitig zu helfen. Und über diese MOOC-Plattform hinaus findet oft noch Vernetzung in sogenannten sozialen Netzwerken, also Facebook statt. Ganz große MOOCs haben dort sicherlich dann immer Begleitgruppen, die noch zum MOOC stattfinden. Oder sogar es gibt MOOCs, wo dann auch Präsenzgruppen sich finden. Der VHS-MOOC war so ein MOOC oder auch der Ich-MOOC, wo dann an verschiedenen Standorten noch Präsenztreffen abgehalten wurden an Volkshochschulen oder sich lokale Treffen, wie man das von Fernstudiengängen auch kennt, dass sich so örtliche Gruppen nochmal bilden. Ja, aber der MOOC per se ist nicht der Hauptort für persönlichen Kontakt. Wer da Sehnsucht hat, geht vielleicht eher in einen Online-Kurs, einen bezahlten Online-Kurs, der stark auf kooperatives Lernen angelegt ist. Oder halt muss ich einen C-MOOC aussuchen, aber die werden nicht so oft angeboten. Weil Sie jetzt ganz oft beschrieben haben, der Lernende muss im Prinzip so ein bisschen sich was nach seinen Fähigkeiten raussuchen, ist für mich so ein bisschen die Frage, das setzt ja eine gewisse Fähigkeit zur Selbststeuerung voraus. Und daran anschließend möchte ich auch gleich eine Zuhörerfrage, die nämlich eher noch in Richtung informatische Grundbildung geht. Also brauchen wir nicht erstmal irgendwie so eine gewisse Kompetenz, einerseits die Lehrenden, die diese MOOCs einsetzen, aber auch die Lernenden, die sie für sich selbst nutzen, um überhaupt diese Form von Technik nutzen zu können. Ja, das sind jetzt zwei Fragen. Also die Teilnehmervoraussetzung ist definitiv an der Stelle. Ich gehe mal auf diese Selbstorganisationskompetenz ein. Das ist schon lange so, dass wir wissen, im Bereich E-Learning ist das eine ganz wichtige Voraussetzung. Und so länger die Online-Phasen sind, so höher wird diese Bedingung. Und ich denke, in X-MOOCs ist noch eine relativ gute Taktung. Also es ist ja eine relativ starke Führung. Ich habe das Video zu gucken und ich muss das Quiz machen oder das Essay schreiben oder das Feedback geben. Und da ist ja klar, es gibt sogar X-MOOCs, die so angelegt sind, dass wenn ich das in einer Woche nicht schaffe, ich gar nicht mehr weiter mitmachen kann. Da wird auch ganz viel erinnert. Ich hatte mich selbst in solche MOOCs eingeschrieben. Ich bekomme ganz viele Erinnerungsmails. Da ist nicht so sehr die Selbstorganisation im Sinne von, ich vergesse irgendwie teilzunehmen, sondern eher, kann ich mich an Rechner bewegen? Finde ich die Motivation, auch wirklich die Aufgaben zu erledigen? Das ist so da die Kunst. Bei den anderen MOOCs, also die mehr so auf den diskursiven Anteil, das gemeinsame Wissen entwickeln gehen, ich glaube, da ist die Herausforderung viel größer. Ich erlebe auch, dass Teilnehmer da auch sehr zurückhaltend sind, die zum Beispiel denken, dass ihr Beitrag gar nicht viel wert wäre für die Gruppe. Also ich glaube, um in diesen C-MOOCs teilzunehmen, brauchst du auch noch auf einer Inhaltsebene ein gewisses Selbstbewusstsein, dass man wirklich auch schreibt, weil das besteht nicht aus Quizzes, sondern wirklich aus Wortbeiträgen. Und da gehört auch ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, einen längeren Text zu verfassen, der auch noch öffentlich steht. Informationstechnische Grundbildung unbedingt. Wir haben es immer wieder erlebt, dass Teilnehmer sich nach und nach Tools aneignen mussten oder angeeignet haben. Wir haben dazu auch dann nochmal einen speziellen Kurs gemacht. Ich glaube, das wäre sowas, wo man entweder vor einem MOOC einen kleinen Vorkurs machen könnte oder begleitend zu einem MOOC auch nochmal Tools einführt. Und ich denke, in den C-MOOCs kann es passieren, dass unglaublich viele Tools zum Einsatz kommen, die Teilnehmer einbringen. Und da habe ich erlebt, dass es wichtig ist für die Veranstalter, so eine Art engeres Fahrwasser zu bieten, dass bestimmte Tools vom Veranstalter angeboten werden und die verlässlich sind, dass man weiß, wenn ich mich daran bewege, dann bekomme ich das Wichtigste mit, an diesem MOOC auch den Überblick zu behalten. Und alles andere sind dann irgendwelche Spielwiesen und Zusatztools von den Teilnehmern. Die muss ich nicht alle können und die muss ich nicht alle gesehen haben. Ich muss nicht alles überlesen. Also da ist eine wichtige Aufgabe für die Veranstalter, Orientierung zu geben. Eher auf Inhaltsebene, aber auch auf Toolebene.
und trotzdem die anderen dann eher sich im Netz ausbreiten zu lassen, die Tools ausprobieren. Eine Rückmeldung, die wir hatten, dass die Teilnehmer sehr, sehr viele Tools kennengelernt haben. Und ich glaube, wir brauchen regelmäßig dann auch wieder Online-Kurse, wo Teilnehmer genau diese Grundbildung erwerben können. Wir selbst haben einen Web 2.0-Kurs mal gemacht, weil wir aus den MOOCs erlebt haben, dass vielen auch einfach die Tools fehlten, um teilzunehmen. Und ich würde als MOOC-Veranstalter immer wieder versuchen, eine verlässliche Plattform, so eine Basic-Toolset anzubieten, dass man weiß, wenn ich das beherrsche, kann ich teilnehmen. Und da können auch wieder Gruppen sich bilden. Herr Lenger hat es ja auch gerade geschrieben. Es können sehr intensive Forendiskussionen entstehen. Ja, das stimmt. Aber es muss nicht sein. Also es passiert auch in X-MOOCs, dass nicht so viel davon entsteht. Ich habe von Veranstaltern gehört, die sich das mehr gewünscht haben, als es stattfand. Aber genau dieses gegenseitige Helfen könnte auch in Foren stattfinden. Also die Teilnehmer sich untereinander hier helfen. Oder man hat eben eine tutorielle Begleitung für Leute, die noch nicht so viel Vorbildung haben. Das ist oft nur am Anfang in den ersten 3 Wochen wichtig und dann fährt sich das meistens. Okay, um nochmal Bezug zu nehmen, auch auf eine der Zuhörerfragen. Wir haben ja jetzt ganz viel über MOOCs im Hochschulbereich oder auch in einem Weiterbildungsbereich gesprochen. Wie sieht das denn aus im schulischen Bereich? Also hier war auch die Frage in Richtung Grundschulen. Gibt es da schon Erfahrungen? Ist es da möglich? Ich höre schon einen Aufschrei von Lehrern und Eltern und der Gesellschaft, jetzt Grundschul-MOOCs zu machen. Also das größte Potenzial für MOOCs im schulischen Kontext, den ich sehe, ist im Bereich der Lehrerfortbildung. Das ist erstmal vielleicht nicht die Antwort, die Sie sich wünschen. Aber ich sehe einfach, dass Lehrkräfte sehr viele Probleme haben, manchmal sich die Zeit zu nehmen, an Fortbildung teilzunehmen und teilweise in ihrer Region keine Fortbildung stattfindet. Und da kann man MOOCs sehr gut nutzen, um Lehrerinnen und Lehrer auch zu vernetzen, auch Themen anzubieten. Ich finde manchmal an einem Standort gar nicht nur Teilnehmer zum speziellen Thema. Aber wenn ich das als MOOC mache, kann ich auch überregional, über mehrere Schulen, Standorte und so weiter viel mehr Teilnehmer erreichen und auch spezielle Aspekte mal anbieten. Schön ist auch, da eine Vernetzung zu schaffen, die dazu führt, dass sie vielleicht auch Inhalte austauschen, Unterrichtsanleihen. Dazu müssen sie sich oft ein bisschen kennen, um das zu tun, was auch durch so ein MOOC stattfinden kann. Wir hatten selbst mal einen Workshop zu dem Thema MOOCs und Schulen. Ich denke, dass in MOOCs unglaublich viel Inhalte entstehen. Also über MOOCs entsteht Content, der auch wiederum in Schulen einsetzbar ist. Vielleicht nicht unbedingt in Grundschulen, aber in höheren Schulstufen durchaus. Im Grundschulbereich weiß ich nicht. Man könnte schon einen Kurs machen, wo Grundschulkinder sich irgendwie selbst an MOOC teilnehmen. Aber genau im Grundschulbereich sehe ich oft eine große Problematik, überhaupt im freien Netz was zu machen mit WLAN. Also ich glaube, da sind bestimmt Chancen, aber wir haben noch so viel im Grundschulbereich mit den digitalen Medien geradezu an anderen Potenzialen, dass ich MOOC jetzt nicht als so das Hauptthema sehen würde. Was ich eher sehe, ist dort auch Tablets einzusetzen. Das heißt auch nicht, dass sie ja vereinsamen, sondern in Gruppen mit Tablets zu arbeiten, als ein weiteres Werkzeug neben Papier und Schere und allem. Also es soll jetzt nicht Papier ersetzen. Da haben wir so viel Nachholbedarf, dass MOOC noch nicht. Aber über MOOCs Lehrer fortzubilden, wie ich digitale Medien in Grundschulen einsetze, das ist zum Beispiel auch was wir vorhaben. Da ist eine große Chance. Ja. Und wenn jemand die Idee hat für einen Grundschul-MOOC für Grundschulschüler, kann er sich gerne melden. Ich sehe den Widerstand an der Stelle sehr, sehr groß. Ja. Wir wollen doch, dass es sehr kanalisiert ist, was Grundschulschülerinnen und Schüler dann im Netz machen. Und da bieten sich halt sehr leicht bedienbare Apps zurzeit auch an. Das ist der Trend in dem Bereich. Zur Zukunft. Wie geht es weiter? Werden wir in 5 Jahren immer noch von MOOCs sprechen oder haben sich dann schon ganz neue Mischformen wieder ausgeprägt? Wir werden noch von MOOCs sprechen, aber mit weniger Aufgeregtheit. Also das hat sich ja schon wieder gelegt. Es gab ja so, die Uni wird abgeschafft, die Präsenzhochschulen mit MOOCs. Das hat sich alles wieder entspannt. Ich denke, es ist ein wertvolles Format, was vor allen Dingen einen Beitrag geliefert hat, dass wir in den Diskurs gegangen sind. Der hat so den Diskurs um E-Learning generell an Hochschulen und in Fortbildung, Weiterbildung aufgefrischt. Von daher hat der MOOC was Gutes getan. Dann gab es die große Enttäuschungswelle auf der didaktischen Ebene. Da gab es eine Menge Artikel, dass die MOOCs qualitativ nicht taugen. Selbst Sebastian Thun hat sich abgewandt und die kritisch gesehen in einigen Artikeln. Ich denke, was zurzeit stattfindet, ist so eine Konsolidierungsphase, wo sich sinnhafte MOOCs ausbilden, wo auch durch die Erfahrung, die wir in den ersten Jahren gemacht haben, gezeigt hat, man macht keine 45-Minuten-Videos, man macht eine Aktivierung rein.
Es wird mit dem Format rumprobiert. Es entwickeln sich zurzeit alle möglichen neuen MOOC-Formate von Spooks und Pooks, also so MOOCs für Firmen, wobei die, wenn die geschlossen sind, ein O, quasi das offene O, gar nicht mehr haben dürften, das Open. Es gibt Small MOOCs, also kleine oder Medium MOOCs für auch Unternehmensverbände. Und was ich vor allem interessant finde, dass dieses X und C sich so auflöst und da sehr viel rumexperimentiert wird in Sachen Aktivierung von Teilnehmern, Betreuung, Motivation und Vernetzung. Und diese X- und C-Elemente sich aufeinander zubewegen und dazwischen, in diesem Zwischenbereich, ganz viel didaktisch probiert wird und evaluiert wird. Und da werden wir zurzeit quasi weiser über die letzten Jahre, dass wir ein bisschen besser wissen, wie man gute MOOCs macht und mit welchen Art MOOCs man welche Teilnehmer erreichen kann und wie man die gestaltet und so weiter. Und ich sehe es einfach als ein wertvolles Instrument, im Weiterbildungsbereich nach wie vor lebenslanges Lernen, Lehrerfortbildung zur Vernetzung von Akteuren. Und ja, da denke ich, da haben wir noch eine riesen Spielwiese, die alle möglichen neuen Namen bekommen wird. Also da wird es dauernd irgendwelche neuen 4, 5 Buchstaben geben dafür, um sich auch voneinander abzuheben. Eine allerletzte Abschlussfrage, auch mit Blick auf die Zeit. Gibt es vielleicht so ein paar Tipps, wo Sie sagen, für alle die, die jetzt sagen, ach, ich würde mich gerne noch mal ein bisschen tiefer an diese Thematik einlesen, oder wir haben auch eine Frage, die konnte ich gar nicht so richtig unterbringen zum Thema Finanzierung von MOOCs. So ein paar Tipps, wo Sie sagen, schauen Sie mal da nach, da können Sie vielleicht noch mal sich tiefer reinlesen. Ja, also mein Tipp wäre einfach, dass wir ein paar Links bereitstellen, weil ich habe eine Seite mooc-design.de, aber es gibt eine Menge bessere Seiten noch. Es gibt eine europäische Übersichtsseite, wo alle MOOCs, die quasi in Europa stattfinden, immer wieder abgebildet werden, aber sehr schwierig ist, weil es eine hohe Dynamik ist. Es gibt zurzeit noch MOOC-Portale in Deutschland, das ist einmal Moin von Lübeck, es gibt Iversity, es gibt dann noch iMOOC und von der Uni Graz. Also es gibt eine Menge Plattformen, wo man mal reingucken kann und sich einloggen kann. Mein Vorschlag wäre, ein paar Links bereitzustellen. Finanzierung ist ein Riesenthema. Die Hochschulen sind da manchmal sehr ehrlich und sagen, wir machen MOOCs für Marketing, um ausländische Studenten zu gewinnen oder in den Weiterbildungsbereich reinzugehen. Zurzeit gibt es noch keine richtige Antwort, wie man mit MOOCs Geld verdient. Es wird viel rumprobiert. Ich glaube, wer verdient, sind Portalanbieter, die dann Content aus MOOCs weiterverwenden, weiterverkaufen oder dafür Geld nehmen, dass man bei ihnen MOOCs anbieten kann. Aber so richtig die Antwort für MOOCs haben wir noch nicht. Die großen amerikanischen Unis, die privaten, nutzen auch MOOCs als ihren Beitrag an die Gesellschaft und sagen, es ist Teil dessen, wir haben viel Stiftungsgeld, was wir weitergeben, oder auch um Sachen doppelt zu verwenden. Also Dinge, die sie sowieso schon haben, einfach nochmal rauszugeben und dann nochmal für weitere Online-Studiengänge nochmal nutzen zu können. Also sind die verschiedenen Sachen. Genau, Herr Leng schreibt Produktionskosten. Ja, die hohen Produktionskosten habe ich aber nur, wenn ich einen X-MOOC mache. Ich selbst merke, im C-MOOC-Bereich sind die Kosten niedriger. Ich stehe keine 2 Tage im Studio, sondern wir haben halt eine Stunde Live-Session und haben eher so Vorbereitungsaufwand. Also die Produktionskosten rund um MOOC sind auch unterschiedlich vom MOOC-Format. Wer X-MOOCs macht, kann die MOOCs natürlich immer wieder verwenden. Also die MOOC-Anbieter, die hier sehr berühmt sind in Deutschland, die können ihren Kurs mehr als einmal anbieten. Und deshalb finden MOOCs auch manchmal in Fächern statt, die eine recht hohe Stabilität haben, wie Mathematik oder Ingenieurwissenschaften. C-MOOCs sind nicht wiederholbar so leicht. Die macht man immer wieder neu. Vielen, vielen Dank, Frau Bremer. Ich kann als Abschluss nur sagen, dass das im Prinzip jetzt dieser Web-Talk der Auftakt war für unseren neuen Themenschwerpunkt zum Thema MOOCs und E-Learning. Das heißt, Sie finden jetzt demnächst auch unter werkstatt.bbb.de ganz viele nützliche Informationen. Und auf Ihr Angebot, Frau Bremer, würde ich sehr, sehr gerne zurückkommen, dass wir nochmal so eine kleine Linkliste auch da an der Stelle bereitstellen. Ansonsten bedanke ich mich bei allen Teilnehmern auch fürs Fragen stellen, beteiligen, fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern.